Er ist Deutschlands bekanntester Elvis-Interpret und Live-Sänger. Hallo Ray Martin. Hallo Berliner. Du bist Deutschlands bekanntester Elvis-Interpret. Wie lebt es sich mit dem Begriff? Es lebt sich, wie sich's halt so lebt. Ich komme in verschiedene Städte, auch rund um die ganze Welt. Und wenn ich irgendwo laufe, dann sagen die Leute, hey, Elvis lebt. Ich weiß nicht warum, ich habe die Stimme von Elvis so eigentlich im Gepäck und ja, phänomenal. Kennen dich die Leute denn dann eher als Elvis-Interpret oder als Ray Martin? Also wenn ich in Ländern bin, wo man mich jetzt nicht kennt, dann werde ich eher mit Elvis assoziiert. Jetzt hier in der Gegend, wo ich schon viele Shows gemacht habe, da weiß man, dass ich Ray Martin, der Elvis-Interpret bin. Okay, und was für Unterschiede merkst du bei deinen Auftritten als Elvis-Interpret und als Ray Martin? Also wenn, du meinst wahrscheinlich die optische Unterscheidung. Genau. Also wenn ich im Elvis-Kostüm bei Shows wie im Varieté oder im Zirkus Krone oder Stadthallen oder großen Produktionen auftrete, dann komme ich in der Elvis-Kostümierung raus und dann geht schon der erste Beifall los. Da habe ich noch nicht einen Ton gesungen. Wenn ich als Ray Martin auftrete, also so wie man mich jetzt sieht, und hinterm Vorhang schon anfange, Elvis-Songs zu singen, dann kommt der Applaus, wenn ich die Bühne betrete, weil die Leute nicht wissen, was da auf sie zukommt. Und die hören dann nur die Musik und die Stimme sind darauf fokussiert und sehen dann eben den Interpreten, der dahinter steht, was dann auch ein schöner Effekt ist. Okay, und hast du bei deinen Auftritten schon mal eine seltsame Fanbegegnung gehabt oder sind deine Fans alle total nett und entspannt? Also meine Fans sind grundsätzlich alle immer sehr nett. Wir haben Kontakt über Jahre, Jahrzehnte zum Teil. Und Fanbegegnungen der seltsamen oder kuriosen Art kann ich sagen, ja, 2009 war ich in Nashville, habe eine Demo-CD aufgenommen, dort abends in einem Club gespielt mit einer Band, hat sich zufällig ergeben, eine kleine Show. Und nach dieser Show kam ein älterer Herr auf mich zu und stellte sich vor als Chips Moman und er hat gesagt, er hätte gedacht, Elvis ist tot. Er meint, er hätte gedacht, an der Bar hinter ihm steht er und singt. Ist ja sehr nett, aber als er sich zu erkennen gab, dass er mal Produzent von Elvis war und hat mir dann viele Elvis-Songs zur Verfügung gestellt, also die Musik, die Begleitmusik, Band, Chor von Original Elvis, um die in meine Shows einzubauen, da bin ich sehr stolz drauf, äußerst stolz. Ja, also du hast gerade schon gesagt, du bist sehr stolz. Warum ist Elvis denn dein Idol? Würdest du Elvis als dein Idol beschreiben? Absolut. Ich habe ihn ja schon in sehr jungen Jahren durch das Fernsehen kennengelernt, war total begeistert, weil damals waren ja ABBA, Boney M, diese Zeit in den 70ern. Und seine Art aufzutreten, auch zu singen, alles drumherum, fand ich unglaublich elektrisierend. Und habe dann ja auch mit Gitarren angefangen und so, und ja, in der Art und Weise halt. Er ist für mich das Urmeter eines Entertainers. Ja. Okay, und du hast ja, ich glaube, mit 13 Jahren das erste Mal einen Elvis-Film gesehen und warst dann direkt fasziniert. Was genau hat dich daran denn fasziniert? Seine Musik, sein Auftreten, was war der entscheidende Punkt? Ja, wie gesagt, eben im Moment, es war die Zeit der 70er Jahre, Boney M., Glamour, Rock und so. Und da war eben Elvis in den 50er Jahren völlig anders vom Outfit, von der Bewegung, auch die Songs, Rhythmus und hat mich halt gepackt. Also das war eigentlich faszinierend vom ersten Moment an. Hattest du denn, bevor du Elvis entdeckt hast, auch schon einen Bezug zur Musik oder kam das dann erst? Also ich hatte schon als kleines Kind im Kindergarten Bezug zur Musik, weil meine Eltern und meine Tanten, wo ich aufgewachsen bin, hatten immer schon das EFN-Radio an. Und da war damals Beatmusik, Beatles und diese Sachen zeitgemäß, habe ich schon immer im Ohr gehabt.
und die Beat-Sendungen angeguckt und Beatschuppen und wie das alles hieß. Und war schon mit 10, 11 Jahren, meine erste Schallplatte war Nazareth. Und habe auch da eine Scheibe gehabt. Und ich hatte vor ein paar Jahren die Chance, Nazareth persönlich kennenzulernen. Die hatten eine Show ganz in der Nähe, in Reichenbach, H2O war es. Und habe das von denen unterschreiben lassen. Und hat der Sänger damals mich angeguckt, weil ich nicht wie ein typischer Nazareth-Fan aussah. Und habe ihm das erzählt und dass ich aber meinen Musikgeschmack ein bisschen geändert habe. Und er hat ein bisschen so im Spaß ernst geguckt. Und habe ich gesagt, zu Elvis. Und hat er gesagt, Elvis, that's all right. Du hast auch gerade schon erwähnt, du hast mit dem Gitarrenspielen dann angefangen und hast es dir auch selber beigebracht. Wie lange hat das dann gebraucht? Warst du besonders schnell, weil der Ehrgeiz auch ganz besonders stark da war? Ehrgeiz war da für mich selber und habe einen Mathematiklehrer gehabt, mit dem ich heute noch sehr guten Kontakt habe, der mir auf dem Karo-Papier immer Griffe aufgezeichnet hat und dann gesagt hat, zuerst die Hausaufgaben und dann die Griffe üben. Ob es in der Reihenfolge immer so war, weiß ich nicht. Aber so 1,5 bis 2 Jahre hat es gedauert, sagen wir mal so. Spielen ging schneller, aber dass man nicht so hinguckt, sondern einfach, dass es flüssig geht, nach meinen eigenen Einschätzungen, dass man sich auch vor die Leute stellen kann, das hat schon 1,5 bis 2 Jahre gedauert. Und deine ersten Songs hast du ja auf Schulpartys gespielt. Wie kam das beim Publikum an und bei deinen Freunden vielleicht auch? Auf meiner Homepage kann man sehen, meinen allerersten Auftritt. Es war 1978, 79 mit der Schulband damals. Das war für ungefähr 400 Leute und das ist für einen ersten Auftritt von 14-Jährigen schon ziemlich viel. Also, das hat mir gleich gut gefallen, alles. Das war einfach schön, das Feeling. Bleibt man dran. Ja, und du hast auch schon mal auf dem Killesberg das Publikum mit deinen Songs überzeugt. Ist es auch so ein bisschen für ein Heimspiel für dich, wenn du nach Stuttgart zurückkommst? Auf dem Killesberg, das weiß ich, das war eine Tanz- und Showband, die mich eigentlich als Roadie und als Tontechniker und Lichttechniker hatte. Und ich habe immer bei ihnen 5 Elvis-Songs als Showeinlage gebracht. Und waren schon erste große Hallen mit 800 oder 1000 Leuten in Eigenregie. War ein toller Einstieg für mich. Aber vor 20.000 Zuschauern beim Lichterfest, das war nochmal eine andere Hausnummer. Und hat mich nur bestärkt, im Erfolg da weiterzumachen, dass da mehr möglich ist. Okay, also deine Karriere ging bergauf, wie man so schön sagen mag. Und dann hat dich aber leider ein schwerer Schicksalsschlag getroffen. 1983 hattest du einen schweren Motorradunfall und du musstest 2 Jahre lang aussetzen. Wie war das damals für dich? Es war natürlich für einen 18-, 19-jährigen Jungaufsteiger eine Katastrophe. Ich habe bis zum Schluss, bin 20 Mal operiert worden, schwere OPs, hatte bis zum Schluss, war nicht sicher, ob ich mit 2 oder mit einem Bein aufwache nach der OP. Es war leider so. Aber ich habe diese Zeit für mich genutzt. Sie war nicht verloren. Ich hatte meine Gitarre dabei. Ich hatte einen sehr guten Arzt, der leider schon verstorben ist, der mir das Bein gerettet hat und der in Beatbands gespielt hat in den 60er Jahren. Wir hatten einen guten Draht zueinander, freundschaftlich. Hat mir immer auch noch ein bisschen Finnisch gezeigt, eine Gitarre. Und damals gab es noch nicht so, dass jedes Zimmer ein Fernsehgerät hatte. Und da war immer Samstagabend Showtime im Raucher- und Fernsehzimmer. Und da haben Leute zu mir gesagt, diesen Song und diesen Song. Und wenn ich den nicht drauf hatte, hatte ich eine Woche Zeit, diesen Song zu üben, um es am nächsten Samstagabend zu bringen. Also ich habe auch diese Zeit genutzt. Für Okay. mich also. Und dann habe ich noch etwas anderes entwickelt, und zwar, es geht immer weiter im Leben. Egal wie es kommt. Und ich habe mir vorgestellt, wie es ist, wenn ich nur mit einem Bein aufwache nach einer OP. Und ich hatte auch da einen Plan B, was ich dann und wie ich die Show gestalte. Und es ist zum Glück nicht so gekommen, aber es wäre mit der Stimme, die ja mit dem körperlichen Outfit nichts zu tun hat,
weitergegangen. Und ich möchte das als Message für die Leute, die vielleicht in einer verzweifelten Lage sind, es geht immer weiter. Was wäre denn dein Plan B gewesen? Also ich habe mir überlegt, ist bei Elvis die Stimme wichtig oder die ganze Show? Natürlich ist seine Show auch sensationell. Aber wenn man sie nicht machen kann, muss man ja nichts verzwingen. Und sind wir mal ehrlich, bei Elvis die Stimme, man hat das Radio an, man sieht ihn nicht, aber sie wirkt. Und dieses besondere Klang dieser Stimme erzeugt ja die Gefühle im Herzen und in den Gedanken. Und ich hätte dann die Show so gestaltet, dass ich also nicht, dass ich vielleicht auf einem Barhocker sitze, ganz in schwarzem Leder gekleidet, ohne große Faxen drumherum und eben da mit der Gitarre oder mit dem Halbplayback oder Band meine Songs singe. Also das hätte auch funktioniert. Bestimmt. Okay, aber der Plan B ist zum Glück nicht eingetreten. Zum Glück nicht. War der Einstieg denn dann für dich schwer oder ist deine Karriere dann erst so richtig losgegangen? Ich habe nach dieser Zwangspause meine Lehre zum Kfz-Mechaniker abgeschlossen. Zeitgleich haben wir eine Band formiert, eine eigene Band, die Memphis Company, mit denen ich 87 im Landespavillon den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg gewonnen habe, auch sehr stolz drauf bin. Dann habe ich zeitgleich den ersten Manager, der auf mich aufmerksam wurde, kennengelernt, der mich gebucht hat, deutschlandweit und viele schöne Shows. Dann kurz darauf kam ein größeres Management, der größere Shows weiter, also vom Einzugsbereich gebucht hat. Und erste Schallplatten und auch CD-Produktionen kamen, die europaweit in Mediamärkten waren. Ich habe Promotion-Shows gemacht, bin überall umgetourt, habe dann die Songs Elvis Golden Records bei Ray Martin promoted. Danach kam das Friedrichsbau-Varieté hier in Stuttgart mit der Show Viva Las Vegas und dann kam der Zirkus Krone und so geht es bis heute weiter. Okay. Well, until I'm in the wind, until I'm in the rain. Und gehen wir mathematisch ein bisschen weg von den Auftritten. Hast du einen Bezug generell auch irgendwie zu Pferden oder auch zum Reiten? Kann ich jetzt deinem Outfit ein bisschen entnehmen? Ja, stimmt wirklich. Mein Papa hatte damals, da war ich 8, 9 Jahre alt, die ersten Pferde gekauft und wir hatten die Möglichkeit zum Glück, die direkt am Haus zu haben, so kleine Bauernhofartig und hatten die 30 Jahre lang. Also habe zum Teil, wenn die Pferde nicht gut gingen, auch im Stall übernachtet und so. Und viele andere Sachen, was alles mit dranhängt. Hufpflege und Heu und alles selber gemacht. Und das war mein Bezug zu den Pferden. Und meine damalige Freundin in den 90er Jahren habe ich ja fast 10 Jahre in Kanada zu tun gehabt und gelebt. Bei den Chippeway-Indianern, Halbindianerin. Haben wir Westernpferde, die Quarter Horse, nach Deutschland importiert, hatten da Kontakte. Also da kommt dieses Outfit her. Ah, okay. Und ein Glanzpunkt deiner Bühnenkarriere war auch die Eröffnungsshow der Amerikaner 1996 in Augsburg. Und das ist ja die weltweit größte Western-Reitveranstaltung außerhalb Amerikas. Ja. Wie hat dich das in deiner Karriere weitergebracht? Okay, ich hatte sowieso schon die Kontakte dort, weil mit den ganzen Shows und den Trainern und den Ranches zusammengearbeitet haben, Europameistern die Pferde importiert und verkauft und waren das sowieso bekannt. Also es war nur ein Nebeneffekt, dass man gesagt hat, hey, St. Elvis, der muss doch mal die Show machen. War natürlich auch schön, goldener Cadillac da, alles schön. Und ein Meilenstein meiner Karriere, muss ich sagen, war der Zirkus Krone-Auftritt im Zirkus Krone Bau, im legendären in München, waren ja schon die Beatles dort und viele andere Stars. Und Frau Sembach-Krone hatte damals Siegfried und Roy eng befreundet. Die haben ihr für die Show, weil Frau Sembach-Krone wollte eine Nummer machen mit tanzenden Pferden zur Musik von Elvis, weil sie großer Elvis-Fan war. Und Siegfried und Roy, die befreundet mit ihr waren, wie gesagt, haben ihr mehrere gute Elvis-Shows angeboten aus Las Vegas. Und die haben ihr alle nicht so zugesagt. Und der Zufall wollte es, dass damals auf dem Cannstatter Wasen der Zirkus Krone gastierte und ein Scout eben in meiner Show war, im Varieté, und gesagt hat, der wäre vielleicht auch was. Wir haben uns kennengelernt, es hat gleich gepasst, sie war begeistert, Stimme und so. Und da haben wir die Nummer dort gemacht. Als besonderes
muss ich sagen, Frau Sembach-Krone ist sehr, oder war, sie lebt leider nicht mehr, sehr, ja, sehr genau in ihrer Auswahl. Und sie hat in ihrem ganzen Leben nur zweimal eine Nummer gemacht mit einem anderen Artisten. Das war der Freddy Knie Junior vom Zirkus, zum Nationalzirkus Knie in der Schweiz, ein Pas de Deux mit den Pferden. Und das zweite Mal war dann mit dem Ray. Okay, und um etwas zum Abschluss zu kommen, weißt du schon, wann du das nächste Mal in Stuttgart spielen wirst oder was für Veranstaltungen sind demnächst so geplant? Ich bin am 21.12. wieder, Gott sei Dank, nach ein paar Jahren der Pause mit Corona, wieder auf der Königstraße in Stuttgart als Abschluss Christmas and Gospel, Spendenwunschkonzert für Weihnachtsmann und Co. Helfen macht froh. Wer kennt sie nicht, die Hilfsorganisation? Und da wird wieder eine große Veranstaltung sein, wo die Leute also direkt sich einen Song wünschen können gegen kleine Spende. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Ray Martin. Vielen herzlichen Dank, Alina. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Das war's bei Stucki TV. Bis zum nächsten Mal. Ciao.